Dieses Jahr geht die Tour mit dem neuen V-Strom 1000 in die Mongolei und zurück. Aufgrund der starken beruflichen Auslastung stehen mir für die geplanten 22.000 Kilometer 35 Tage zur Verfügung. Ich fahre die V-Strom seit 2004. Das Motorrad ist für mich nach wie vor der ultimative Kompromiss zwischen einer Langstreckenreisemaschine mit Enduro-Komponenten. Der Hersteller verzichtete mit Absicht auf technische Schnickschnacks. Dadurch hat er die Robustheit der Maschine auf Langstrecken noch mehr erhöht. Es handelt sich hier um das Vorgängermodell der aktuellen V-Strom 1000. Die Maschine wurde umgebaut in Anlehnung an die Rallye-Maschinen der 90er Jahre. Der Umbau war möglich durch den unermüdlichen Einsatz des gesamten Teams von Suzuki, Bagel und Meyer aus Lager. Das schönste Reiseerlebnis auf meinen Reisen ist, die Gastfreundlichkeit der Menschen zu erleben und ihre grenzenlose Hilfsbereitschaft. Ein sehr spannendes Reiseerlebnis war vorletztes Jahr auf der Reise in die Himalaya, auf der Durchreise durch Pakistan, Hochburg der Taliban in der Stadt Quetta. Wurde ich begleitet mit schwer bewaffneten Fahrzeugen und Soldaten. Das sind Situationen, die mir ein echtes Herzklopfen bereitet haben.